Ich bin Elena Könz, 26, von FNA aus dem Unterengadin und bin professionelle Snowboardfahrerin in der Disziplin Slopestyle. Ich bin Elena Könz, wenn ich sehe es uns, wenn ich FNA oder wenn ich deine Basse, ich bin professionell mein Schulasse in der Disziplin Slopestyle. Wow, romanisch sprechende Snowboard-Profi, Fahrerin. Elena Könz, danke vielmals, dass ich zu dir hier auf deinem Sofa Platz nehmen darf. Erste Frage, wie geht es dir? Willkommen hier, Urs. Mir geht es gut, danke. Kannst du mir schnell sagen, wo sind wir hier? Wo befinden wir uns? In welcher Stadt? Wir sind hier in Chur, in der WG, wo ich momentan wohne. Wann hast du angefangen zu snowboarden? Also, es war so, dass ich sehr lange einfach Ski gefahren bin. Mit 13 habe ich das erste Mal so einen Snowboardkurs genommen, einen dreitägigen, in einer Snowboardschule. Und bin aber auch nachher, weil viele Kolleginnen von mir sind dann auch noch Ski gefahren und meine Eltern haben auch wollen, dass ich weiter noch Ski fahre, bin ich immer Ski gefahren und dann auch ein bisschen snowboarden. Und habe dann eigentlich so mit 16, 17 wirklich so ja, Gas geben, wie man sagt. So auch, ja. Wenn jetzt du studiert hast in Zürich, wie muss ich mir das vorstellen? Wann hast du Zeit für Training? Oder wie ist das gegangen? Bist du am Wochenende jedes Mal gerade in die Berge und hast du dein zweites Sprungbrett, deine Snowboard-Karriere forciert? Also ich habe das nicht so geplant. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt gedacht, ich habe da nicht so grosse Chancen irgendwie. Klar, es war ein Traum oder halt auch etwas. Das Snowboard ist einfach etwas, das ich extrem gerne mache. Und das ist auch etwas, das ich auch gemacht hätte, wenn das jetzt nur ein Hobby wäre. Das ist auch das, was ich immer, wenn ich nicht studiert habe, ich habe auch geschwänzt, ich habe auch viel gemacht, um zu snowboarden. Oder? Weil Snowboarden war mir immer wichtig, aber ich habe in der Zeit, als ich studiert habe, habe ich noch kein Training gehabt, weil ich dort auch nicht im Team war. Und dann konnte ich eigentlich recht gut das können. Neben dem Studium habe ich das einfach so ein bisschen, also wenn ich Zeit hatte, bin ich snowboarden und wenn ich mich aufs Studium konzentriert habe, habe ich mich aufs Studium konzentriert. Was ist genau Slopestyle? Das ist eigentlich ganz einfach. Slopestyle ist ein Parkour. Und in diesem Parkour hat es Sprünge und es hat Rails. Also, und wenn jemand nicht weiss, was Rails sind, das sind so Steigeländerartige Sachen, wo man halt drüber slidet oder drüber springt. Und die Herausforderung bei Slopestyle ist eigentlich, dass es recht viele verschiedene Techniken erfordert, um diesen Kurs gut zu fahren. Wie muss ich bei dir einen Trainingsalltag vorstellen? Gibt es da irgendwie ein Schönwetterprogramm oder ein Schlechtwetterprogramm? Also, wir sind ziemlich frei, auch im Trainieren. Und, also, wenn es schön Wetter ist, wenn der Park gut ist, dann gehen wir am Morgen auf im Park und schnell ein bisschen aufwärmen und dann fahren wir Kicker. So lange, wie wir Lust haben. Manchmal ist das ein bisschen kürzer, manchmal ist das ein bisschen länger, wenn man je nachdem weiss, gut, die ganze Woche ist noch schön und ich habe noch die ganze Woche Zeit, dann hört man vielleicht auch mal um 2 auf oder um 1 und geht etwas essen und nachher auslaufen. Vielleicht noch ein bisschen skaten. Und ja, wenn man weiss, gut, morgen ist Wüstwetter, dann fahre ich vielleicht bis um 4 Uhr. Und dann nachher vielleicht einfach ein bisschen dehnen. Und wenn es jetzt regnet, dann je nachdem braucht man einen Tag Pause, weil man müde ist, weil man schon eine ganze Woche gefahren ist oder 3 Tage. Und dann macht man Pause. Das ist auch wichtig, manchmal wirklich Pause zu machen. Und sonst kann man bei wüstem Wetter in eine Halle Trampolin springen zum Beispiel. Oder skaten. Oder sonst ein kleines Fitness oder schwimmen. Alles, ja. Es ist wichtig, dass man etwas macht, aber man muss einfach das machen, wo man Lust hat, wo man Freude daran hat, wo man das Gefühl hat, es bringt mich jetzt im Moment weiter.
haben hier auf dem Tisch haben wir dein Badge. Das war dein Ding, deine Akkreditierung, die du gezeigt hast, in Sochi selber. Sag jetzt mal, wo du dort reingelaufen bist, in diesem Stadion. Ich meine, das muss doch unglaublich sein. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, wie das riesige Stadion einläufst mit all diesen Schweizer Sportlern? Also, als ich angefangen habe zu snowboarden, habe ich gerne gewusst, dass Slopestyle mal olympisch sein wird, oder? Und dann auf einmal bist du mit allen bekannten Sportlern dort. Und ich meine, ja, man fühlt sich ja voll so. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist man bei diesen Winterspielen dabei, mit all diesen gewissen auch Idol vielleicht. Ja, zum Teil sicher auch. Oder halt einfach Leute, die man kennt und so ja, Respekt hat, oder? Was die geschafft haben. Sochi ist ja live im Fernsehen übertragen worden. Und es hat so eine Kameraeinstellung gegeben, wo die Kamera oben runterfilmt, dort, wo die Fahrer startet. Und ich hatte das Gefühl, wie ist es dir gegangen? Was ich eigentlich probiere am Start, ist einfach wie die Musik hören, den Kopf zu leeren, dich fokussieren. Ich denke, schlussendlich ist man gar nicht mehr so. Ich fühle mich einmal nicht nervös. Ich freue mich irgendwie, dass ich jetzt dann starten darf. Also ich probiere mich wie darauf freuen, dass ich jetzt dann gehen darf. Jetzt bist du in Sochi 9. geworden. Ist das ein Platz, wo du dir irgendwie erhofft hast? Du denkst, du kommst so weit? Ich habe dann von der Quali habe ich direkt ins Finale geschafft. Und das hat mich auch irgendwie. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Und das hat mich auch froh gemacht. Und dann ist aber sofort halt. Ja, gut, man ist jetzt direkt ins Finale gekommen. Und dann hat man schon ein bisschen Erwartungen, oder? Dann willst du eigentlich nicht 9. werden, oder? Und mein realistisches Ziel, das ich eigentlich gerne erreicht hätte, wäre wie so ein 6. Platz gewesen oder so. Deine letzte Abfahrt, ist dir die geblieben? Ja, die bleibt mir sicher. Das ist so wie. Es hat auch einen Fehler drin gehabt. Also ich bin ja über das eine Rail umgekehrt und über das Rail bin ich. Ich weiß nicht, dort habe ich wirklich etwas gemacht, wo ich nicht umgekehrt. Dann bin ich dort umgekehrt und dann habe ich einfach gedacht, Scheiß drauf. Mir ist eigentlich das Wichtigste, ist mir einfach zu zeigen, all diesen Leuten, die Fernsehen schauen, das Wichtigste ist mir eigentlich nicht der Platz, sondern das Wichtigste ist mir zu zeigen, was ich kann. Wenn du mal wirklich einen schlechten Tag hast oder ein Contest nicht funktioniert, wie gehst du mit so einem Moment um? Dann schlage ich in die Wand. ich denke, auch wenn du einen schlechten Tag hast, oder? Warum hast du einen schlechten Tag? Meistens, das ist. Wahrscheinlich ist es irgendwie im Kopf. Und dann denke ich auch, ein schlechter Tag kann ein guter Tag werden. Wenn du einfach positiv denkst und. Ja, probierst das Positive zu sehen und das Beste daraus machen. Und dann kann der negativste Tag zum besten Tag werden. Aber gibt es so einen Moment, wo du sagst, okay, mein Snowboard, ich schmeiße es her, ich möchte es her schmeißen, ich habe keine Lust mehr auf Snowboard. Gibt es so einen Moment? Ja, es gibt sicher immer wieder Momente, wo man das Ganze in Frage stellt, wo du denkst, so, was mache ich da? Kann ich das überhaupt? Oder habe ich jetzt einfach da etwas gewählt, wo ich völlig untalentiert bin und es einfach nicht hinkriege? Und dann gibt es einfach die Möglichkeit, aufzugeben. Oder es gibt die Möglichkeit, weiterzumachen und merken, dass man es vielleicht doch kann oder merken, dass es einen anderen Weg gibt, um das Ziel zu erreichen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich zu dir kommen und du mir einen Platz auf deinem Sofa angeboten hast und ich mir ein bisschen einen Einblick gegeben hast in dein spannendes Leben. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute in deiner Snowboard-Karriere. Viel Glück an der Schweizer Meisterschaft. Und an dieser Stelle herzlichen Dank, Elena Könz.